Beziehung haben wir ja leider nicht als Schulfach gehabt. Und so passiert es sehr oft, dass alles einigermaßen gut dahin geht, bis es dann zur ersten kleineren oder größeren Krise kommt. Und da steht man dann meistens da wie der begossene Pudel, weil man keine Idee hat, wie man mit dieser Krise umgeht. Ich bin Dr. Steffen Kraft, Gründer und Experte bei Szenario 2 und in diesem Video stelle ich dir unsere bewährte Elmer-Methode vor, wie du Beziehungskrisen meistern und dadurch deine Beziehung retten kannst, auch wenn alles vielleicht schon ein bisschen was im Argen liegt. Es brauchen oft nur ein paar Kleinigkeiten verändert werden, damit man das große Vorhaben Beziehung retten dann doch noch schaffen kann. Und wie du an diesen kleinen Rädchen drehst und wie du damit dann mit der Elmer-Methode wieder Harmonie in deiner Beziehung herstellen kannst, das erfährst du in diesem Video. Fangen wir am besten gleich an mit dem ersten Schritt, nämlich das E in Elmer, wie erkennen. Krisen in Beziehungen sind ja oftmals nicht ein spezielles Ereignis. Krisen bahnen sich in der Regel ja über längere Zeit an. Tatsächlich ist dieses Erkennen in diesem ersten Schritt vielleicht der wichtigste von allen. Denn er wird in der Regel ignoriert. Das ist so wie bei der eigenen Gesundheit, oder? Da tut man ewig lang nichts, bis man irgendwann irgendwo Probleme kriegt und erst dann entschließt man sich dazu, dass man vielleicht einen gesünderen Lebensstil einschlägt oder sich vielleicht ein bisschen mehr bewegt. Und bei Beziehungen ist es in der Regel ähnlich. Da wird nie reflektiert, alles wird ignoriert, vielleicht auch unter den Tisch gekehrt, bis irgendwann plötzlich alles lichterloh in Flammen steht. Und vielleicht ist es ja bei dir jetzt ein bisschen ähnlich, weil du eben dieses Video schaust. Und vielleicht steht bei dir ja die Beziehung auch schon ein bisschen in Flammen und du fragst dir jetzt, was man da noch machen kann. Bevor wir also zum nächsten Schritt in der Elmer-Methode kommen, noch ein ganz wichtiger Expertentipp für die Zukunft, damit deine Beziehungen auch halten und nicht wieder irgendwie scheitern. Wenn also irgendwas passiert, wenn irgendwas nicht passt, dann ignoriere das nicht ewig, sondern reflektiere immer wieder mal in der Beziehung ein wenig die derzeitige Situation. Wie läuft's gerade? Wie harmonierst du mit deinem oder deiner Partnerin? Was ist mehr oder weniger gerade so los? Welche Veränderungen passieren vielleicht gerade? In welche Richtung entwickelst du dich? In welche entwickelt sich der Partner? Und wenn man das regelmäßig macht, wenn man so regelmäßig so ein bisschen so einen Abgleich macht, dann ist es natürlich auch viel leichter, sich anbahnende Krisen relativ frühzeitig schon zu erkennen, sodass dann eben nicht irgendwie sich was Großes draus erwächst, sondern dass man einfach damit darauf reagieren kann und eine Lösung finden kann. Und damit kommen wir dann gleich zu Schritt Nummer 2 in der Elmer-Methode, nämlich L wie lokalisieren. Es geht also um die Frage, in welchem Bereich der Beziehung tritt die Krise auf. Also, damit man Änderungen vornehmen kann, muss man zuerst mal wissen, einerseits erkennen, dass irgendwas sich vielleicht gerade anbahnt, aber man muss auch wissen, was diese Krise gerade auslöst. Es geht also darum, die Problemzonen und die Krisenherde in der Beziehung zu finden oder eben zu lokalisieren. Um jetzt also dann genau festzustellen, wo das Problem liegt oder wo eben gerade so ein kleiner Krisenherd sich anbahnt, kannst du die folgende Fragesequenz verwenden. Du kannst dir für diese Sequenz auch gern Stift und Papier hernehmen und alles auch ein bisschen aufschreiben und mitschreiben, denn das hilft in der Regel, die eigenen Gedanken besser zu strukturieren und du wirst dadurch dann auch bessere Ergebnisse erzielen können. Und die Antworten auf diese Fragen dieser Fragesequenz sind dann auch die Basis für den nächsten Schritt in der Elmer-Methode. Los geht's dann mit Frage Nummer 1 und die lautet, was ist genau das Problem? Also wo liegt die Unzufriedenheit? Was passt nicht? Was willst du, dass sich ändert? Was sind deine Bedürfnisse und was sind deine Wünsche und was stört dich? Weiter geht's dann mit Frage Nummer 2. Für wen ist das ein Thema? Leidet da ihr beide irgendwie unter dieser Situation oder vielleicht passt es nur dir nicht oder passt es nur deinem Partner oder deiner Partnerin nicht? Versuch da mal herauszufinden, für wen das in erster Linie ein Thema ist. Und dann schließlich noch Frage Nummer 3. Wie soll es im Idealzustand sein? Wenn du es dir aussuchen könntest, wie schaut der Idealzustand der Beziehung aus oder wie wäre dieser Krisenherd oder dieses Problem idealerweise gelöst? Was müsste sein, damit das obere Problem einfach keins mehr ist? Mal dir da wirklich auch deinen Wunschzustand aus. Und wichtig dabei, sei da auch sehr spezifisch. Versuch also so gut es geht, deinen Idealzustand da konkret zu beschreiben. Wenn du also festgestellt hast, wo und was genau die Problemzone beziehungsweise auch der Krisenherd in der Beziehung ist, dann folgt Schritt 3, nämlich das M in Elmer, die Möglichkeit. Möglichkeit heißt, kann die Beziehung überhaupt noch gerettet werden? Kann die Krise überwunden werden?
Und zwar muss man da ein bisschen differenzieren. Hier auf diesem Kanal sprechen wir sehr oft von den sogenannten Unvereinbarkeiten. Das sind so Dinge wie der eine will Kinder, der andere will keine Kinder. Oder der eine will wegen einem Job ins Ausland ziehen, der andere will lieber da bleiben und auch gleichzeitig keine Fernbeziehung führen. Also Positionen, die sich praktisch nicht vereinen lassen, die sich gewissermaßen gegenseitig ausschließen. Und in diesem Video da oben spricht auch Lena nochmal darüber, wann es sehr schwer wird, Trennungen rückgängig zu machen, beziehungsweise wann es sehr schwer wird, auch Beziehungen zu retten. Fürs Weitere gehen wir aber jetzt für die Elmer-Methode mal davon aus, dass es bei dir in deinem Fall keine solche Unvereinbarkeiten gibt und dass es möglich ist, auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen und eine Lösung zu finden. Denn dann folgt im nächsten Schritt das A in der Elmer-Methode, nämlich A wie Aktivität. Die Aktivität ist das Kernstück der Elmer-Methode. Es geht also darum, tatsächlich was zu tun. Denn von nichts kommt nichts, heißt es so schön. Das heißt, man muss auch selbst was tun, man muss Handlungen setzen, damit eben die Beziehung nicht schari geht, sondern dass alles nochmals gut ausgehen kann und die Harmonie in der Beziehung wiederhergestellt werden kann. Dafür, für diese Aktivität, brauchen wir aber die Antworten auf die Frage 2 und 3 von vorhin. Die waren nämlich zum einen, für wen ist es ein Thema, also für dich oder für einen Partner oder für beide, und wie soll es im Idealzustand sein? Also wenn die Krise das Problem nicht mehr bestünde, wie wäre da der Idealzustand? Und gerade die zweite Frage, also für wen es ein Thema ist, ist da eine ganz zentrale Sache. Denn ich habe vorher schon davon gesprochen, dass es entweder für dich, für deinen Partner oder für beide ein Thema sein kann. Und da kann es dann natürlich auch dazu führen, dass du dich da vielleicht ändern musst und nicht der Partner oder die Partnerin, wenn es vielleicht auch nur für dich ein Problem ist. Und dann ist da noch die Sache des Idealzustands. Und nach diesem Idealzustand frage ich deswegen, damit man sich selbst mal klar machen kann, was man eigentlich will. Denn die meisten wissen in der Regel nur, was sie nicht wollen, aber sie wissen nicht, was genau sie wollen. Und diesen Idealzustand, wenn man den für sich dann mal gefunden hat, den kann man dann mit dem Partner besprechen. Und dann kann man schauen, ob der Partner oder die Partnerin das so machen will, wie du dir das vielleicht wünschst. Und wenn das in der Form, wie du dir das wünschst, nicht mit dem Partner zu machen ist oder wenn der da Einwände hat, wie man dann trotzdem zu einer Lösung kommen kann, die für beide passt. Und ansprechen kannst du das so, indem du die folgenden drei Schritte befolgst. Zum einen mal sagen, für mich ist es so und so. Und ich würde mir dies und das wünschen. Und dann das Ganze abzuschließen mit, ja, das war jetzt meine Meinung und ich bin mir sicher, dass du eine andere Meinung hast dazu, bitte sag mal deine. Und dann lässt du den Partner reden und hörst aktiv zu und fragst gegebenenfalls auch nach, wenn du die da nicht so ganz auskennst. Und dann im dritten Schritt sagst du einfach, okay, wenn du auch die Position vom Partner angehört hast, wenn du deine dargelegt hast, dann zu sagen, okay, jetzt finden wir eine Lösung dafür. Wir wissen jetzt beide, was unsere Meinungen sind und wir können jetzt eine Lösung finden, die uns beiden taugt. Und für solche Gespräche, gerade wenn du da auch mit einem Thema von dir da vielleicht reingehst, dann ist eines ganz wichtig, nämlich ein Geben und Nehmen. Denn es wird ziemlich sicher nicht funktionieren, dass du immer nur nimmst und forderst, ohne auch von deiner Seite was zu geben. Und dann haben wir zum Schluss ja noch Schritt Nummer 5, nämlich das R wie Rückkehr. Wenn man die Elmer-Methode jetzt die ersten 4 Schritte durchgelaufen ist und alles einigermaßen gut gelöst wurde, dann denkt man sich dann oft, passt, Beziehung ist gerettet, Mission accomplished, alles ist wieder gut. Da sage ich aber Vorsicht. Nur weil eine Krise überstanden ist, heißt es nicht, dass in Zukunft sowas nicht wieder auftreten kann. Es geht also auch darum, die Beziehung zu pflegen, sodass die Gefühle wirklich da bleiben und nicht plötzlich wieder eine Krise ins Haus steht. Eine harmonische Beziehung aufbauen und führen, wie das genau funktioniert, das erfährst du übrigens in diesem Video hier neben mir. Da schauen wir uns auch ganz genau an, wie du eben harmonische Beziehungen pflegst, wie sie funktionieren und du erfährst auch eine Strategie, wie gute Paarkommunikation funktionieren kann. Dann klick dich am besten gleich rüber zu diesem Video. Tschüss, Baba und bis gleich.